So, mal ganz kurz eine kleine Info, wie man gleichzeitig quasi in Skype per Mikrofon sprechen kann, also dass Skype quasi das Mikrofon benutzt und wie man gleichzeitig aufnehmen kann, also Ton aufnehmen kann, indem man hineinspricht ins Mikrofon. Das geht ganz einfach. Ihr müsst zwei Sachen beachten, ihr müsst zwei Dinge installieren. Das eine ist ein Pulse Audio, das andere ist Pavo Control. Ich habe es hier nochmal ins Terminal reingeschrieben, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Pavo Control ist der Soundmixer für Pulse Audio. Etwas einer, den ich sehr gerne benutze, weil man da das Rerouting sehr einfach machen kann. Gut, was ich jetzt machen werde, ist mal Pavo Control aufzurufen. Kann ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht. So sieht das Tool aus und ihr seht, ich habe jetzt mehrere Dinge hier laufen. Zum einen Wiedergabe, Systemklänge und ich habe hier auch noch eine virtuelle Maschine laufen, das mir auch hier angezeigt wird als Wiedergabegerät. Ich habe Aufnahmen laufen, da seht ihr einmal, habe ich hier das ALSA-Plugin FFmpeg, das ist gerade die Aufnahme, die hier läuft mit meinem kleinen Tool. Und dann das VBox von Lubuntu, das gleichzeitig hier auch nochmal läuft, weil halt irgendwie virtuelle Maschine auch drauf zugreift. Nun ja, ich kann jetzt hier einfach umschalten von internes Audio Analog Stereo, was gerade mein USB-Headset ist, auf irgendein anderes Gerät, zum Beispiel auf Audioadapter, ah ne, was mein internes Mikrofon für ein Laptop ist. Deshalb werdet ihr meine Stimme etwas schlechter hören. Deshalb schalte ich jetzt mal um auf mein USB-Headset. Dann müsstet ihr mich besser verstehen. Lauter vor allen Dingen, aber auch viel, viel besser, ohne Nebengeräusche. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, halt so zwischen verschiedenen Geräten umzuschalten. Falls ihr zwei Mikrofone verwenden wollt, könnt ihr das hier machen. Auf jeden Fall, das, was wir jetzt machen wollen, ist ein Skype-Test-Call. Und den wollen wir natürlich auch aufnehmen. Wenn ich jetzt hier auf Skype-Test-Call gehe, werdet ihr gleich sehen, wenn das Gespräch angenommen wird, erscheint hier was Neues. Und es sagt jetzt hier, dass aufgenommen wird, auch wieder von Audio Adapter Analog Mono. Ich kann das wieder hier umstellen auf ein anderes Mikrofon, aber das sollte möglichst auf dem gleichen sein. Und ich beende das mal. Und ich kann dann gleichzeitig auch mit einem Programm, das nennt sich PAR Record, das ist bei Pulse Audio mit dabei, kann ich ähnlich wie ALSA Record für die vielleicht oder A Record für die, die es kennen, habe ich die Möglichkeit hier mit Parametern, zum Beispiel diesem Format hier, also ganz normales Float 32 LE File Format, eine Wave-Datei zu erstellen. Und wenn ich das jetzt hier mache, werdet ihr sehen, dass hier halt mit PAR Record ich aufgenommen werde und das Ganze in der Ich-Wave-Datei abgespeichert wird und es wird aufgenommen von eben meinem Headset. Und ich kann jetzt ganz normal mit Skype ein Gespräch aufnehmen und ihr seht, ich habe jetzt quasi drei Aufnahmen im Grunde genommen, wenn ich mein Skype-Gespräch habe, von meinem externen Mikro. Das ist einmal das Screencasting-Tool, einmal PAR Record, was nach Ich-Wave aufnimmt und einmal der Skype-Input, der meine Stimme aufnimmt, die ich jetzt teste. Ich könnte natürlich jetzt den Output noch von Skype irgendwie aufnehmen, auch mit PAR Record, nur da müsste ich mir ein kleines virtuelles Device basteln, das dann eben, es ist blöd, seine eigene Stimme zu hören, das dann eben das Ganze rerouted, also den Ausgang von Audioprogrammen dann auch nochmal rerouted in PAR Record oder sowas. Natürlich geht das Ganze auch noch mit Audacity. Einfach mal Audacity starten. Ich benutze sehr gern PAR Record, weil Audacity ja so manchmal so den Anschein hat, dass es crasht und solche Aufnahmeprogramme wie PAR Record eben nicht diesen Anschein erwägen oder erwecken. Gut, jetzt werdet ihr, glaube ich, standardmäßig ALSA eingestellt haben und das Default-Gerät. Wenn ihr in die Einstellungen reingeht, habt ihr die Möglichkeit hier unter, also ihr müsst ALSA aktiviert haben. Es gibt kein Pulse Audio hier in der Auswahlliste. Jedenfalls bei meiner Version nicht. Ich kann aber hier bei Wiedergabegeräte, das ist nicht so wichtig, bei Aufnahmegeräte kann ich einstellen, dass von Puls aufgenommen wird. Ich kann hier auch noch Verstärkungen einstellen, falls ich es möchte. Zum Beispiel 20 dB, dann wird direkt mit 20 dB verstärkt aufgenommen, was eine nette Sache ist. Ich möchte in zwei Kanälen aufnehmen, Stereo. Hört sich einfach besser an irgendwie. Und klicke dann auf OK und kann dann, bei mir verschwindet das Menü, dann muss ich kurz hier so machen, dann ist das wieder da. Ich schiebe es mal hier in die Ecke, kann dann die Aufnahme starten und ihr seht, jetzt kommt auch noch eine Aufnahme hier unten an, beim ALSA-Plugin, was auch wieder von meinem internen Analog-Stereo aufnimmt. Ich kann jetzt hier wieder auf mein Headset umschalten und dann seht ihr, ist die Lautstärke wieder einigermaßen in Ordnung.
Und man kann dann jetzt hier unten auch schon sehen, was ich spreche und wie sich das dann anhört. Und man sieht das an den Ausschlägen hier. Das klappt also auch wunderbar. So kann ich halt von mehreren Geräten aufnehmen und das klappt halt ohne große Probleme. Ich glaube, das ist einigermaßen jetzt verständlich gewesen. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Sollte eigentlich bei euch genauso gut klappen, falls ihr eine halbwegs aktuelle Hardware habt. Dürfte das auch nicht ruckeln oder Probleme bereiten.